Hallo und herzlich willkommen. Vor uns liegt das aktuelle Asus Transformer Pad. Ja, welches nun eigentlich? Die Vorderseite lässt das rätseln, aber wir können hier auf der Rückseite herausfinden, es handelt sich um das TF701T, also den Nachfolger des TF700. Was hat Asus hier nun verbessert? Zum einen das SoC, also der Prozessor, ist nun noch leistungsstärker, zum anderen löst das Display noch höher auf. Darüber gibt es natürlich weitere Detailanpassungen. Wir schauen uns das umgehend im Video an. Im Karton finden wir natürlich das eigentliche Tablet und auch das Tastaturdock. Das ist jetzt bei den aktuell erhältlichen Varianten sogar im Lieferumfang inbegriffen, muss also nicht erst separat gekauft werden. Zusätzlich gibt es dann hier etwas Dokumentationsmaterial, das Lade- und Datenkabel und den Ladeadapter. Der kann dann bei Bedarf hier einfach mit diesem USB-Stecker verbunden werden. Das Dock. Hier noch in der Kunststoffhülle. Das ist erstmal vorsichtig freizulegen. Wirkt auf den ersten Blick recht robust, nicht ultraschlank, aber dafür haben wir hier auf der Seite einen vollwertigen USB 3.0 Anschluss. Das ist ja doch eher eine Seltenheit im Android-Bereich. Und wir haben hier einen SD-Kartenleser im Vollformat. Außerdem nutzt Asus das Dock, um einen Zusatzakku zu integrieren, wie schon bei anderen Transformer Pad Modellen. Und wir haben natürlich die Eingabegeräte, die flache, aber vom ersten Eindruck her angenehm präzise Tastatur. Ein ganz schönes Feedback, also das macht erstmal einen ganz guten Eindruck. Und dazu hier dieses kleine Touchpad. Wir haben dann schließlich natürlich das eigentliche Tablet und hier lässt Asus schon auf der Schutzfolie erkennen, was die wesentlichen Produktmerkmale sind. Zum einen ein enorm hochauflösendes Display mit ganzen 2560x1600 Pixeln. Die Full-HD-Auflösung des Vorgängers wird also noch einmal deutlich überboten. Dank dem IPS-Panel soll das auch angenehm blickwinkelstabil sein. Wir haben dann als neuen Prozessor den Tegra 4, wieder ein Quad-Core mit einer GeForce-GPU und wir haben die angesprochene Unterstützung von USB 3.0. Das sind also so die drei Key-Features, die das TF701T von der Konkurrenz abheben sollen. Ja, das Ganze ist dann sogar noch unterhalb der Schutzfolie zum Abziehen. Und dann hier also der erste Blick auf das Tablet. Rückseitig der gewohnte Look der höherwertigeren Asus Tablets, also mit diesem konzentrischen Muster. Das wirkt nach wie vor sehr ansprechend. Die Ecken sind allerdings schön abgerundet, so dass das also anders als bei den ersten Transformer Pads nicht so unangenehm in die Hand einschneidet. Im oberen Bereich abgesetzt ein Kunststoffband, dahinter dann höchstwahrscheinlich die Module für die drahtlose Konnektivität und auch die rückseitige Kamera. An der Unterkante natürlich die Anschlüsse für die Docking-Tastatur. Seitlich haben wir dann Micro-HDMI, einen kleinen Micro-SD-Kartenleser und den Kopfhöreranschluss.
Die Bedienelemente, das ist ungewöhnlich, sind jetzt nicht an den Kanten, sondern etwas nach hinten verlagert, stehen also da nicht ab. Wenn man mal schauen, wird man sich sicher auch dran gewöhnen, aber ist doch etwas abweichend von den üblichen Anordnungen. Ja, und das war es dann auch schon, was Konnektivität angeht. Ja, jetzt suche ich natürlich schon den An-Ausschalter. Vorinstalliert Android 4.2. Jelly Bean also. Ja, wer das hochfährt, dann vielleicht doch mal kurz noch gezeigt. Die Funktionalität von dem Dock, das hat Asus natürlich jetzt schon über mehrere Generationen hinweg optimiert. Funktioniert entsprechend problemlos. Im Prinzip das Tablet einfach zentral einschieben, dann rastet es ein. Und zum Lösen dann hier diese Verriegelung zur Seite schieben. Also das funktioniert problemlos. Sitzt nicht total fest, also das kippelt hier leicht hin und her. Aber in der Praxis sollte das eigentlich nur bedingt stören. Am ehesten vielleicht noch, wenn man jetzt das Touch-Display nutzt, dann wippt das natürlich etwas hin und her. Einrichtung des Tablets ist abgeschlossen. Jetzt hier auf den Homescreens. Ja, auf diesem Transformer-Pad die Icons etwas modernisiert, etwas angepasst. Ansonsten wenige Unterschiede zu Geräten mit Stock-Android. Auch was die Apps angeht, ist das überschaubar. Es gibt einige Asus-Apps, wie ein Dateimanager, die Möglichkeit, hier verschiedene Bildschirm-Settings anzupassen, Wörterbuch und so weiter. Also eher Basis-Apps, die jetzt nicht stören. Richtige Bloatware ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber halt jetzt auch keinen sensationellen Mehrwert bieten. Was wichtiger ist, das ist natürlich hier die Hardware. Das Display ist aufgrund der hohen Auflösung extrem scharf und auch die Blickwinkelstabilität, wie erwartet, auf einem guten Niveau. Die maximale Helligkeit ist jetzt nicht sensationsverdächtig, das hat Asus bei früheren Modellen vom subjektiven Eindruck her schon etwas besser hinbekommen, aber für den Innenraumeinsatz sollte das allemal ausreichend sein. Wir haben ansonsten bemerkt, dass direkt nach dem Start es einige Probleme gab, dass es unter der Menüführung hier leicht ruckelte. Nach einem automatischen Update ist das Problem aber verschwunden. Und ja, das Ganze zeigt eine ordentliche Performance. Das können wir gleich auch probieren. Wo ist es hin? In Form eines aktuellen Spiels, Dead Trigger 2, typischer Zombie-Shooter. Zur Soundlösung noch kurz, etwas ungewöhnlich, Asus verbaut hier nur einen Lautsprecher. Der klingt zwar ganz ordentlich, führt aber dazu, dass der Klang halt auch durchaus bemerkbar aus einer Richtung kommt. Ja, das sieht grafisch hier schon alles sehr ansprechend aus. Steuerung. Erfolgt einfach über zwei sensitive Bereiche hier. Links Bewegung, rechts Zielen. Und sobald der Cursor über dem Zombie ist, schießt der Spiel hält auch automatisch, das heißt, da muss ich mich dann nicht mehr drum kümmern. Und wenn man zwischendurch noch etwas Zeit hat, sich hier umzuschauen, ist das sehr ansprechend. Wir haben hier schöne spiegelnde Wasserflächen, teilweise auch Lichteffekte.
Also grafisch geht hier einiges und die Nvidia GPU des Tegra 4 Prozessors ist da offenbar auch ausreichend leistungsstark. Um das Ganze flüssig laufen zu lassen. Sound, wie gesagt, etwas einseitig, aber ansonsten ganz okay. Insgesamt also ein würdiges Update für das TF700. Asus hat hier das Rad natürlich nicht neu erfunden, aber dieses Tablet doch noch etwas attraktiver gemacht, noch technisch raffinierter und natürlich auch konkurrenzfähiger. Konkurrenzfähig ist auch der günstigere Einstiegspreis. Das Ganze gibt es mit Dock für rund 500 Euro. Da wurde der Rotstift also massiv angesetzt im Vergleich zum Vorgänger. Und das macht natürlich das TF701 dann auch besonders interessant. Wir sehen uns das Gerät jetzt noch einmal genau an und berichten dann im ausführlichen Testbericht, wie sich das TF701 insgesamt so schlagen kann. Hallo und herzlich willkommen. Vor uns liegt das aktuelle Asus Transformer Pad. Ja, welches nun eigentlich? Die Vorderseite lässt das rätseln, aber wir können hier auf der Rückseite herausfinden, es handelt sich um das TF701T, also den Nachfolger des TF700. Was hat Asus hier nun verbessert? Zum einen das SoC, also der Prozessor, ist nun noch leistungsstärker. Zum anderen löst das Display noch höher auf. Darüber gibt es natürlich weitere Detailanpassungen. Wir schauen uns das umgehend im Video an. Im Karton finden wir natürlich das eigentliche Tablet und auch das Tastaturdock. Das ist jetzt bei den aktuell erhältlichen Varianten sogar im Lieferumfang inbegriffen, muss also nicht erst separat gekauft werden. Zusätzlich gibt es dann hier etwas Dokumentationsmaterial, das Lade- und Datenkabel und den Ladeadapter. Der kann dann bei Bedarf hier einfach mit diesem USB-Stecker verbunden werden. Das Dock. Hier noch in der Kunststoffhülle. Das ist erstmal vorsichtig freizulegen. Von der Konkurrenz abheben sollen. Ja, das Ganze ist dann sogar noch unterhalb der Schutzfolie zum Abziehen. Und dann hier also der erste Blick auf das Tablet. Rückseitig der gewohnte Look der höherwertigeren Asus Tablets, also mit diesem konzentrischen Muster. Das wirkt nach wie vor sehr ansprechend. Die Ecken sind allerdings schön abgerundet, so dass das also anders als bei den ersten Transformer Pads nicht so unangenehm in die Hand einschneidet. Im oberen Bereich abgesetzt ein Kunststoffband, dahinter dann höchstwahrscheinlich die Module für die drahtlose Konnektivität und auch die rückseitige Kamera. An der Unterkante natürlich die Anschlüsse für die Docking-Tastatur. Seitlich haben wir dann Micro-HDMI, einen kleinen Micro-SD-Kartenleser und den Kopfhöreranschluss. Die Bedienelemente, das ist ungewöhnlich, sind jetzt nicht an den Kanten, sondern etwas nach hinten verlagert, stehen also da nicht ab. Wenn man mal schauen, wird man sich sicher auch dran gewöhnen, aber ist doch etwas abweichend von den üblichen Anordnungen. Ja, und das war es dann auch schon, was Konnektivität angeht.
Ja, jetzt suche ich natürlich schon den An-Aus-Schalter. Vorinstalliert Android 4.2. Auch keinen sensationellen Mehrwert bieten. Was wichtiger ist, das ist natürlich hier die Hardware. Das Display ist aufgrund der hohen Auflösung extrem scharf und auch die Blickwinkelstabilität, wie erwartet, auf einem guten Niveau. Die maximale Helligkeit ist jetzt nicht sensationsverdächtig, das hat Asus bei früheren Modellen vom subjektiven Eindruck her schon etwas besser hinbekommen, aber für den Innenraumeinsatz sollte das allemal ausreichend sein. Wir haben ansonsten bemerkt, dass direkt nach dem Start es einige Probleme gab, dass es unter der Menüführung hier leicht ruckelte. Nach einem automatischen Update ist das Problem aber verschwunden. Und ja, das Ganze zeigt eine ordentliche Performance. Das können wir gleich auch probieren. Wo ist es hin? In Form eines aktuellen Spiels, der Trigger 2. Typischer Zombie-Shooter. Zur Soundlösung noch kurz etwas ungewöhnlich. Asus verbaut hier nur einen Lautsprecher. Der klingt zwar ganz ordentlich, führt aber dazu, dass der Klang halt auch durchaus bemerkbar aus einer Richtung kommt. Ja, das sieht grafisch hier schon alles sehr ansprechend aus. Steuerung. Erfolgt einfach über zwei sensitive Bereiche hier. Links Bewegung, rechts Zielen und Jellybean also. Ja, wer das hochfährt, dann vielleicht doch mal kurz noch gezeigt. Die Funktionalität von dem Dock, das hat Asus natürlich jetzt schon über mehrere Generationen hinweg optimiert. Funktioniert entsprechend problemlos. Im Prinzip das Tablet einfach zentral einschieben, dann rastet es ein. Und zum Lösen dann hier diese Verriegelung zur Seite schieben. Also, das funktioniert problemlos, sitzt nicht total fest, also das kippelt hier leicht hin und her, aber in der Praxis sollte das eigentlich nur bedingt stören. Am ehesten vielleicht noch, wenn man jetzt das Touch-Display nutzt, dann wippt das natürlich etwas hin und her. Einrichtung des Tablets ist abgeschlossen, jetzt hier auf den Homescreens. Ja, auf diesem Transformer-Pad die Icons etwas modernisiert, etwas angepasst. Ansonsten wenige Unterschiede zu Geräten mit Stock-Android. Auch was die Apps angeht, ist das überschaubar. Es gibt einige Asus-Apps, wie ein Dateimanager, die Möglichkeit hier verschiedene Bildschirm-Settings anzupassen. Wörterbuch und so weiter, also eher Basis-Apps, die jetzt nicht stören. Richtige Bloatware ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber halt jetzt wirkt auf den ersten Blick recht robust, nicht ultraschlank, aber dafür haben wir hier auf der Seite einen vollwertigen USB 3.0 Anschluss. Das ist ja doch eher eine Seltenheit im Android-Bereich. Und wir haben hier einen SD-Kartenleser im Vollformat. Außerdem nutzt Asus das Dock, um einen Zusatzakku zu integrieren, wie schon bei anderen Transformer-Pad-Modellen. Und wir haben natürlich die Eingabegeräte, die flache, aber vom ersten Eindruck her angenehm präzise Tastatur. Ein ganz schönes Feedback, also
Das macht erstmal einen ganz guten Eindruck. Und dazu hier dieses kleine Touchpad. Wir haben dann schließlich natürlich das eigentliche Tablet. Und hier lässt Asus schon auf der Schutzfolie erkennen, was die wesentlichen Produktmerkmale sind. Zum einen ein enorm hochauflösendes Display mit ganzen 2560x1600 Pixeln. Die Full-HD-Auflösung des Vorgängers wird also noch einmal deutlich überboten. Dank dem IPS-Panel soll das auch angenehm blickwinkelstabil sein. Wir haben dann als neuen Prozessor den Tegra 4, wieder ein Quad-Core mit einer GeForce-GPU. Und wir haben die angesprochene Unterstützung von USB 3.0. Das sind also so die drei Key-Features, die das TF701T